Erneut ein gewaltsamer Angriff auf die AfD, diesmal mit dem Resultat, dass ein Parteimitglied schwer verletzt wurde. Der Bremer AfD-Landesvorsitzende und Bundestagsabgeordnete Frank Magnitz wurde von mehreren Angreifern attackiert. Nahe dem Theater am Goetheplatz in der Bremer Innenstadt gingen die Männer am Montagnachmittag auf den Politiker los. Die AfD Bremen schreibt auf ihrer Seite, Magnitz sei mit einem Kantholz niedergeschlagen worden und postet ein Foto des Schwerverletzten. AfD-Chef Jörg Meuthen reagiert entsetzt, schreibt in einer ersten Reaktion: Im Moment bin ich so erschüttert, dass ich mich außerstande sehe, dies weiter zu kommentieren. Empörung auch beim politischen Gegner der AfD. Gewalt ist immer das falsche Mittel in einer Demokratie. Gewalt hat in einer Demokratie nichts zu suchen und deswegen verurteilen wir jede Form von Gewalt. Auf Twitter wirft Fraktionschefin Alice Weidel derweil den Medien eine Mitschuld an dem Angriff vor. Ich bin absolut schockiert über diese widerliche Tat und kann dazu nur konstatieren, dass die Hetze gegen die AfD und das mediale Treiben gegen eine demokratisch gewählte Partei Früchte trägt. Erst vergangene Woche gab es im sächsischen Döbeln einen Anschlag auf ein Büro der AfD. Dabei wurde Pyrotechnik verwendet, allerdings in erheblicher Menge. Der Wirt im Imbiss gegenüber des Parteibüros wurde Augenzeuge. Ich habe sowas noch nicht gesehen, ich habe nur Filmchen gesehen, diese Bombe so macht. Aber hier gestern kannst du Feuer, ich habe gesagt, dieses Haus alles kommt runter. So eine, so laute, so ganz laut. Durch die Explosion wurde selbst das Nachbargebäude beschädigt, verletzt wurde niemand. Man hat ja billigend die Verletzungen von vielen Menschen in Kauf genommen durch die große Sprengkraft, die freigesetzt wurde. Die Polizei geht in beiden Fällen von einem politischen Tatmotiv aus. Sowohl in Bremen als auch in Sachsen stehen in diesem Jahr Wahlen an.